So, dann würde ich doch mal ganz gerne gucken, wo jetzt alle unsere Beutestücke gelandet sind. Also ja, der Eiffelturm war da. Und das ist auch eine recht gute Stelle. Obwohl es ja nur die Techniker betrifft, ne? In dem Radius. Aber ja, das muss reichen. Wir können die nicht immer alle in den Gängen positionieren. Zumal dann ja auch die Jungs hier die Sachen wieder mitnehmen. Und was ich mir habe sagen lassen müssen, ist, dass die hier, wenn die verwirrt werden, die verlieren gar nicht ihre Wut. Das ist natürlich absolut nicht gut. Ich bin davon ausgegangen, wenn die... Wer zur Hölle bist du? Bist du ein Wissenschaftler? Ah, okay. Gerade ein wenig verwirrt. Also ja, ich bin davon ausgegangen, dass wenn die verwirrt werden und dann deren Aufmerksamkeit auf null fällt, dass dann auch deren Wut runtergeht. Aber wie wir gerade hier sehen können, seine Aufmerksamkeit war wohl bis vor kurzem noch auf null. Oh, was Neues erforscht. Ja, also seine Aufmerksamkeit war gerade auf null. Er wird jetzt aus der Basis rausgeleitet von unserem Kammerdiener, aber die ganze Wut ist noch da. Das heißt, die wissen jetzt nicht, warum sie rausgehen, aber sie wissen, dass sie wütend sind. Oder so ähnlich. Naja, und gehen dann halt zum Flughafen oder besser zum Heliport. Ach du gute Güte. Tag. Ups. Du bist einer von uns. Ja, also gehen jetzt zum Heliport, fliegen weg und dann kriegen wir dementsprechend, wie viel Wut da noch drumherum ist, halt Wut bei dem Land dazugefügt. Was nicht so gut ist. Das heißt, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Wir können jetzt nicht einfach rigoros immer jeden verwirren Tag geben. Wir müssen teilweise die Leute auch umbringen. Sonst kriegen wir halt zu viel Wut. Wobei wir jetzt eigentlich gar keine Probleme haben dürften. Weil halt keiner im Ausland ist. Gucken wir mal, Rot hat noch recht viel. Okay, da haben wir bereits geklaut. Gelb hat noch ein bisschen was, da haben wir auch die Bundeslade gestohlen. Grün, wo wir den Eiffelturm geklaut haben, ist auch schon fast wieder auf null. Pampas ist noch recht hoch. Ja, aber genau deswegen haben wir gerade keinen im Ausland. Wir wollen jetzt erstmal mit dieser ganzen Welle von Agenten fertig werden. Und wenn die dann irgendwann alle abziehen und die Wut im Ausland runtergegangen ist, dann können wir wieder mit der richtigen Arbeit anfangen. Zentrifuge. Sehr schön. Das andere war, glaube ich, auch für die, fürs Labor. Was haben wir jetzt? Wir haben einen Schlagfestigkeitsanalysator. Das klingt schmerzhaft. Okay, wir brauchen mehr Platz. Wir könnten es da hinbauen. Das ist aber irgendwie... Moment mal. Das Ding hier, wo sind deine Füße? Also macht es schon Sinn, dass er so steht. Okay, du darfst da stehen bleiben. Was mit dem Laser? Wo sind deine Füße? Macht auch Sinn, dass er so dasteht. Und du? Ja, das macht auch Sinn. Obwohl, aber wir könnten dich... da hinstellen. Moment mal, die Maschine hier unten hat da keinen Fuß. Nö. Die hat nur hier einen Fuß und da, aber da keinen. Sehr gut. Dann kommst du mal. Klick, 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 klick. Dahin. Und dann können die neuen Maschinen irgendwo hier hin. Ist das jemand Neues gewesen? Kane. Bleib du mal bitte schön. Ach du gute Güte. Das sind viel zu, viel zu, viel zu viele Angestellte. Sind die Ping-Pong-Platten alle besetzt? Wenn nicht, wäre ich enttäuscht. Nö, zwei Jungs, die mit sich selbst spielen. Kommt doch mal damit. Dafür habe ich die gebaut. Also ja, man merkt schon, wenn wir keine Leute im Ausland haben, wird es hier recht komisch. Aber gut, wenigstens müsste jetzt jeder von denen verwirrt werden. Das ist ja das Wichtigste. Du geh auch bitte mal zum Eingang, falls du jemanden umbringen musst. Nicht gut. Die machen hier richtig Randale. Das wird gleich explodieren. Aber dann kriegen die Schaden. Das soll mir auch recht sein. Genau. Volltrottel. Ja, das könnte wieder problematisch werden. Deswegen Kane und Großwildjäger, wie auch immer du wirklich heißt. Das war der falsche Knopf.
Kane, genau. Dahin. Wie wollen wir damit umgehen? Die schießen jetzt alle schon, das heißt, wir können nicht mehr verwirren. Das heißt, wir sollten allgemein die ganzen Tags mal aufheben. Falsche Steuerung. Die ganzen Tags mal aufheben. So, roten Alarm. So. Ich würde gerne all meinen Arbeitern, Technikern und Handlangern, Quatsch, Kammerdienern sagen, geht alle mal bitte in den Raum da und macht nix. Das geht nicht. Na gut, roter Alarm. Die Wachen, wovon ja recht viele haben, dürften jetzt alle hierhin stürmen. Das ist halt der Nachteil, dass wir so weit hinten das gebaut haben. Aber so ist es unverfänglicher. Na gut, das heißt, wir müssen die Jungs jetzt nur irgendwie aufhalten. Und dazu kommen die ja wie gerufen. Kannst du schon was Neues irgendwie freischalten? Nee, das meinte ich nicht. Ich wollte eigentlich Doppelklick. Genau. Fußangeln. Geht zu etwas Wichtigem. Okay. Also ja. Du bring mir den um. Bandits at 10 o'clock, genau. Du. Den töten. Mir ist gerade eine Kleinigkeit eingefallen. Bei Alarmstufe Rot geht jeder in den Nahkampf. Okay. Nennen wir das Ganze mal unsere ausgefallene Zerg-Taktik. Kammerdiener-Tag, Kammerdiener-Tag. Wie zur Hölle kämpfen die? Wir werden sehr viele Leichensäcke brauchen. Aber na gut. Oh, wer kommt denn hier? Ach du. Also wenn wir die Jungs hier drinnen schnell genug umbringen, dann können wir die draußen noch verwirren, aber ich glaube nicht, dass das was wird. So, du sollst töten. Da, töten. So, töten. Ja, der wird gerade verwirrt, ist mir egal, der hat Wut. Der muss sterben. Wir brauchen eine neue Tür. Nee, so. Das wird auch schon repariert, sehr gut. Warum hilft dein Affe eigentlich nicht mit beim Töten? Oh, warte mal, das war die zweite Option, ne? Pendragon. Okay, der muss auch noch sterben. So, und ihr werdet jetzt alle verwirrt, weil ihr noch nichts gesehen habt. Und die müssen auch schnell verwirrt werden, sonst sehen die ganzen Leichensäcke. So, Alarmstufe Rot. Machen wir mal auf Gelb. Und der ist jetzt gleich draußen. Na gut, bringt ihn mal raus. Die ganzen Leichensäcke werden sehr schnell abtransportiert, das ist schon mal gut. Auch wenn wir anscheinend keinen Platz mehr haben. Wow. Nicht gut. Wir brauchen eine größere Gefrierkammer. Das ist mit dem Platz echt doof. Was haben wir hier? Hier war die Waffenkammer. Könnten hier rein eine Mini-Gefrierkammer machen. Kammerdiener Dean Brown. Ist das die Offiziengeneration? Dean Brown, Spiel ist aus, Mann. Verschwinde. Bist du Dean Brown? Ja. Dean Brown. Das war keine gute Idee. So. Das sollte dann eine Lehre sein. So, was war mit dieser ganzen Armee hier draußen? Ist die noch da? Die ist hier und wird verwirrt. Sehr schön. Leichensäcke sind alle nicht mehr im Eingangsbereich. Türen wurden repariert. Ich höre Schüsse. Oder war das irgendein Partygänger? Oh. Ermittler. Verwirren. So.
Ja, genau, ich wollte ja eigentlich gerade eine Mini-Gefrierkammer bauen. Und zwar irgendwo eigentlich. Das Teil braucht 3 Platz, ne? Ah, das ist nicht gut. Gefrierkammer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wird nicht gehen. Ich probiere es mal ganz kurz, aber das wird, glaube ich, nicht gehen. Oder es sieht einfach nur scheiße aus. Ja, es geht, aber sieht doof aus. Na gut, kann ich mitleben. Ich weiß ja, die Insel ist nicht permanent. Und nochmal vielen Dank für den Hinweis. Also, ich werde ja eigentlich nicht gerne gespoilert, aber der Spoiler war lebenswichtig. Hätte ich den nicht bekommen, hätte ich schon längst neu angefangen, denke ich. So, die Armee sieht verwirrt aus. Er wurde auch schon rausgeschmissen. Ja, sehr gut. Fehlt nur noch er hier. Dann mache ich mal wieder Alarm auf grün. Also wenn das Tröten auf den Senkel geht. So, und jetzt können wir uns endlich um das Forschungsdingens hier kümmern. Du stell dich mal woanders hin. So, da so. Dann hätten wir jetzt gerne eine Zentrifuge. Okay, die können wir recht flexibel hinstellen, irgendwo in die Ecke. Was braucht das hier? Das ist so. Oh, das passt ja. Also es braucht nur Zugang nach unten zur Tür. Zentrifuge braucht... Ja, sehr schön. Passt ja alles. Also bisher, wenn da jetzt nichts mehr zukommt. Aber wenn da was zukommen sollte, können wir einfach nach hier expandieren. Das passt schon. So, Mini-Gefrierkammer ist da in Arbeit. Das motiviert doch, arbeiten zu gehen, ne? So, also ja, wir bräuchten noch mehr Gefrierkammern. Hier ist doch auch noch ein schöner Platz. So, 1, 2, 3. Das wird nichts. Ne. Abbrechen. Können wir eine 1, 2, 3 und 1, 2 machen? Nein. Aber so klappt das. Ja, na gut, muss halt so klappen. Gefrierkammer. Einfach nur dahin. So. Und die Forschung blinkt wie verrückt. Oh, neuer Generator. Neuer Generator. Toll. Ist jetzt gerade mal 1, 2 Tage her. Ach so, genau. Auswählen, mit was wir es erforschen wollen. Das können wir auch noch erforschen. Und das können wir auch noch erforschen. So. Das sollten wir noch einen Auftrag geben. Wie schaut es draußen aus? Ganz viele rote Punkte. Oh, das ist was Neues. Einbrecher. Aber erbärmliche. Das heißt, mit etwas Glück hat sich das hier draußen schon wieder beruhigt. Ja, Pampers ist ein bisschen runtergegangen. Gut, dass wir die alle umgebracht haben. Wäre irgendeiner von denen geflohen, hätten wir wahrscheinlich richtig Ärger bekommen. So, grün ist wieder auf 0. Rot ist fast wieder auf 0. Orange ist fast wieder auf 0. Grün ist fast wieder auf 0. Und gelb auch. Das heißt, nur Pampers macht gerade noch Ärger. Das heißt, wir können ein paar Jungs ins Ausland schicken. Und zwar zu unseren Geldquellen. Brauchen wir Geld? Also ja, wir sind böse, wir brauchen immer Geld, aber ich glaube, das da ist wichtiger. Mumiensarkophag. Wir brauchen 4 Techniker, 4 Wachen. Ja, 1, 2, 3, 4 Techniker. 1, 2, 3, 4 Techniker, 4 Wachen. Und nochmal ein jeweils extra. Wie viel Risiko? 1. Ja, das passt. Also, Geld wird gleich wieder stinkig sein. Rot. Haben wir schon abgeschlossen, oder? Nee, haben wir nicht. 2 von jedem. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und nochmal eine Wache extra. Dann wären wir bei 9 Stück. Sehr gut. Momentan bin ich gerade ein bisschen dabei, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Das haben wir schon.
Was haben wir hier? Stein der Weisen. 5 Arbeiter. 1, 2, 3, 4, 5. Und 3 Techniker. 1, 2, 3. Und nochmal 2 Wachen extra. 10. Also schicken wir fast jedes Land wieder so ein 8er bis 10er Trupp. Das heißt, die werden recht schnell stinkig werden. Also gut, Gelb, Rot und Orange werden stinkig. Blau erholt sich gerade. Grün macht gar nichts, aber da machen wir auch erstmal nichts. Wir müssen ja nicht immer an allen Fronten kämpfen. So, Pause aufheben.